Wieder gezielte Raketenschüsse auf Polizisten in der Innenstadt und am Mainufer. Immer wieder müssen die Sicherheitskräfte eingreifen, Chaoten aus dem Verkehr ziehen. Wir dulden keinerlei Angriff auf Einsatzkräfte. Wir handeln da auch schnell und konsequent. Trotzdem werden sie in dieser Nacht nicht ausbleiben. Schon weit vor Mitternacht massive Polizeipräsenz in der Frankfurter Innenstadt. 22 Uhr, Einsatzkräfte eilen zur Konstablerwache. Ein junger Mann zündet verbotenes Feuerwerk, wird festgenommen. Für ihn ist der Silvesterabend gelaufen. Parallel Einsatz auf dem Main. Alarmiert jetzt Wasserschutzpolizei und DLRG. Eine Person auf dem Brückenbogen. Ein Betrunkener will von der Brücke springen. Johannes Reichert und sein Team müssen ihn womöglich aus dem Wasser ziehen. Es ist sehr kaltes Wasser, man hat eine starke Strömung, jetzt erst recht, wenn immer noch ziemlich viel Wasser im Main ist. Und es ist schnell die Gefahr, dass man untergeht und dann zu Tode kommt. Sie müssen den Betrunkenen schnell finden. Viele zieht es jetzt zum Feiern in die Stadt. Auf der Zeil bewerfen sich gerade junge Männer mit Raketen. Die Sorge vor Randalen war im Vorfeld groß. Kolleginnen und Kollegen haben sich im Innenstadtbereich aufgestellt, zeigen erhöhte Präsenz für die Sicherheit aller. Immer mehr Böller und Feuerwerk. Eine Frau wird getroffen. Beamte leisten erste Hilfe. Dafür am Main, jetzt Entwarnung. Die Polizei hat den Brückenspringer mittlerweile gefasst. Einsatzabbruch für die Kräfte der DLRG. Für Wasserretter Johannes Reichert häufen sich jetzt die Einsätze mit Feuerwerksverletzungen. Und es tut dann auf der Außenseite weh. Ich gebe Ihnen mal was zum Kühlen. Seine Patientin wurde am Fuß getroffen. Für sie ist die Party schon vor Mitternacht vorbei. Währenddessen in Kassel. In der DRK-Rettungswache von Kassel endet das Jahr mit Currywurst. Ein kurzer Moment, um innezuhalten. Denn sobald es 12 wird, das zeigt die Erfahrung, kommen die Notrufe im Minutentakt. Azubi Tim ist dieses Silvester zum ersten Mal dabei. Okay. Man spricht ja doch recht interessant darüber, über den Silvesterdienst. Und deswegen habe ich mich jetzt freiwillig dazu entschieden, dieselbe zu übernehmen. Genau. Aber ich verstehe schon jeden Kollegen, der das eher meidet. Ein letzter Check im Rettungswagen. Also ich gucke jetzt erstmal, ob der Rettungswagen vollständig ist. So das Material, was wir hier so haben, ob da alles da ist, was wir so brauchen für den Alltag. Und mache mir eine Liste, was wir so gegebenenfalls auffüllen müssen. Punkt 12. Noch schnell anstoßen mit Kindersekt. Und dann kommt er auch schon. Der erste Einsatz im neuen Jahr. Ein Brand wird gemeldet. Das neue Jahr in Frankfurt. Die meisten feiern friedlich, aber nicht alle. Gerade wurden die Wasserretter auf dem Weg zum Einsatz massiv mit Raketen beschossen. Sie sind fassungslos. Ja, ist ein komisches Gefühl. Also man will helfen und wird mit Raketen empfangen und beschossen. Und ja, ist halt nicht so schön. Um Feuerwehr und Rettungskräfte in dieser Nacht zu schützen, begleitet die Polizei oft ihre Einsätze. Wie hier in Preungesheim. In der Nordweststadt werden sogar Feuerwehrleute mit Steinen beworfen. Zwei von ihnen müssen ins Krankenhaus. Verletzt werden auch 5 Polizisten. In der Innenstadt räumen Beamte nach Mitternacht die Konstablerwache. Der Grund, Randalierer haben sie gerade mit Böllern beworfen. Es kommt zu Festnahmen. Wir sind jetzt an Land am Eisernen Steg und auf der Suche nach der verletzten Person kommen. Der nächste Einsatz für die DLRG. Johannes Reichert sucht am Mainufer nach einem Verletzten. Da vorne werden sie wahrscheinlich sein. Ein junger Mann mit einer Brandwunde. Ja. Wieder war Feuerwerk schuld. Achtung, kann jetzt brennen, aber es ist nur ein Arzt, also ist nichts Schlimmes. Entwarnung in Kassel. Der erste Brandeinsatz für Azubi Tim entpuppt sich als ungefährlich. Silvesterfeuerwerk hatte in diesem Wohngebiet einen Busch in Brand gesetzt. Doch es gab keine Verletzten. Wahrscheinlich ist das Feuer schon mal, hat anscheinend gebrannt. Und ja. Sie haben es wieder ausgemacht, wahrscheinlich ohne Feuerwehr sogar. Genau, mit Feuerlöscher. Mit Feuerlöscher sogar, sehen Sie. Besser geht's nicht, privat hilft sich am besten. Der nächste Einsatz, ein Familiendrama. Der Suizidversuch einer 12-Jährigen wird gemeldet. Vor Ort Entwarnung.
Das Mädchen ist unverletzt. Die Einsatzkräfte kennen sie schon. Sie ist psychisch krank und hat in der Vergangenheit schon öfter angedroht, sich was anzutun. Wir haben die Patientin beruhigt ein bisschen und fahren jetzt mit ihr einmal in die Psychiatrie. Und genau, dort wird ihr dann weiter erstmal geholfen, wird sie erstmal stationär aufgenommen und dann muss man dort weitersehen. Fazit: insgesamt 237, meist kleinere Einsätze in Stadt und Landkreis. Eine ganz normale Silvesternacht für die Rettungsdienste in Kassel. Am Frankfurter Mainufer sind die Rettungskräfte am frühen Morgen immer noch im Dauereinsatz. Eine junge Frau liegt weinend am Boden. Johannes Reichert übernimmt die Erstversorgung. Nee, ja, sie war nicht richtig ansprechbar. Er ist teilweise bewusstlos geworden, hat dann unkontrolliert gezittert, hat einen sehr hohen Puls. Sie muss ins Krankenhaus. Für die meisten anderen war es dagegen ein schöner Jahreswechsel auf Hessens größter Silvesterparty. Ja, also ein toller Start ins neue Jahr. Es waren super viele Polizisten da, habe ich gesehen. Ich habe mich ziemlich sicher gefühlt und allgemein war, glaube ich, eine sehr gute Stimmung. Für die Frankfurter Einsatzkräfte war es eine herausfordernde Nacht. Wir sind durch die Bank weg alles gefahren, von Verbrennung bis bewusstlose Person heute. Es kam zu insgesamt 10 Angriffen auf Einsatzkräfte und damit wohl deutlich weniger als noch vor einem Jahr. Sie machen weiter, weil sie gerne helfen, so wie Johannes Reichert, der heute Morgen noch bis 4 Uhr im Silvestereinsatz war